Mahlzeit, Freunde, und willkommen bei Max Beatshop. Pass auf, es geht weiter in unseren hier Opel Corsa Wiederbelebungs Da wird Drag aber mal Race was Race anders. Car Projekt Dingsbums. Wir suchen gerade übrigens ein Rohr. Sieht ein bisschen groß aus alles, ne? Ein bisschen sehr groß. Wir brauchen ein Rohr für die Benzinbrühe. Wir haben gerade einen anderen Tank, bauen wir jetzt ja gerade da ein. Ein Trabi-Tank. Wir brauchen nur ein Metallrohr oder am besten wäre auch ein Kupferrohr oder keine Ahnung was. Was gibt's denn da? Das ist zu dick. Das ist so fett, das Viech, ne? Naja, naja. Da kann man ja. Viel zu dick. So was? Da ist das andere noch dünner, was ich hab da. Ja. Eine ganze Ecke dünner. Ich glaube auch, das ist hier! Was nur benzinfest ist, das ist Plastik. Das könnte gehen, ne? So, also, es geht in das Auto hier. Das ist ein ehemaliges Rennauto. Drag Race, Tüdel. Wieso einfach? Ja. Hoffentlich ist das Ding überhaupt spritfest. Nein. Glaube ich nicht. Ja, und ich teste das trotzdem mal aus. Ja, mehr können wir eh nicht machen. Wir haben gerade nichts anderes. Aber die Säge kann was. Die Säge ist gut. Das ratsch, ratsch durch. Naja, Fakt ist, diese Karre lief schon seit über. Hätte auch woanders hin mitnehmen sollen. Ja, genau. Ja, wenn die so fähig ist, die Sau. Klick, klack, drin bist du. Auf jeden Fall ist das Thema bei der Karre halt, das Auto stand 10 Jahre, ist damals so Drag Race gefahren, Beschleunigungsrennen, so mit Slicks vorne drauf und einzig und zack, und es hat nie gelaufen. Und der Tank von dem Auto ist Schrott. Da ist ein Tank drin, Originaltank, und der ist so ein Müll. Ich habe schon lange nicht mal so einen Müll gesehen. Das ist schon mal ganz cool, ja. Das ist gut, das ist ein Renz. Kabelbinder dran, fertig. Rennzelle ist repariert. Hä? Was? Anpunkten. Anpunkten den Tank. Ja, punkte mal. Domstrebe. Red ich mit Temperatur. So, jetzt müssen wir das irgendwie, einen Schlauch brauchen wir, wo wir das hier hochlegen. Genau, Schlauch gucke ich mal eben nach. Also brauchen wir mindestens 3,5 cm. Wenn nicht noch, ja. Wenn nicht sogar 4. Haben wir. Ja, weil wir den Tank drin haben, müsste die Kiste eigentlich damit laufen. Saugen von oben an. Dann geht das. Aber kein Wunder, warum der nicht läuft mit dem Sprit da drin, Alter. Ja, ja, ja. Hast du gerade gesehen? Wahrscheinlich schafft er nicht mal das durchzusaugen. Ob wir jetzt die Pumpe nicht. Keine Chance. Na, die Pumpe war scheiße. Gefrackt, Alter. Die Pumpe war ja schon mal tot eigentlich. Alles Wasser. Das wird Benzin sein. Das ist ein Pimmelchen. Weißt du, das kommt davon, weil irgendwer hier die ganzen Spritschläuche, die wir hatten noch, hat die weggeschleppt. Wohin? Ich will nicht sagen, wen. Wer, weißt du doch, wen? Habe ich dir noch erzählt. Hier. Wer den ganzen Scheiß geklaut hat. Der ist geil. Und durchgeschnitten hat. Du meinst Harry? Ja, sicher, ja. Ich brauchte halt ein bisschen. Ja. Einen durchsichtigen Schlauch da. Wir haben keinen anderen Schlauch mehr. Ja, wo ist er gelandet? Bei Harry in Topolino irgendwo mal. Jeder hat sich halt mal einen gemobst. Ja, und mittlerweile sind unsere Benzinschläuche aus. Und wenn da einer irgendwo Benzinschläuche rumfliegen hat und einen Schrottplatz hat, Alter, wir sind die Adresse. Dann sitzt er gleich. Ein toller Bohrer, ne? Das liegt doch am Bier. Das Ding hat gehalten. Ja, nee, aber. Moment, Kacke. Aber der Bohrer bohrt auch sehr gut. Ja. Also das ist also. Aber er spart wenigstens ab. Alter, ist das ein Bohrer oder eine Reibale? Das ist eine. Ja, der sieht ganz gut aus. Relativ spitz. Ich weiß ja auch nicht. Was ist das? Das ist das. Warte, ich wollte noch einmal abschrägen. Gordon. Ja. Warte. Ja. Weil wenn der Milch schräg ist, dann kann der gar nicht sich am Boden festsaugen, weißt du? So. Jetzt konnte der da rein. Nur die ganze Innenhalterung ist ein Arsch. Müssen wir es einfallen lassen, wie wir den wieder festkriegen. Ich würde sagen, machen wir später so einen Hebel oben drauf, wo man so runterdrücken kann. So.
Das ist so ein, das ist ein Bügel, ne? So ein 100-Rück-Bügel oder irgendwas. Vielleicht noch mal Kabelbindern oben rum. So ungefähr, oder? Würde ich auch sagen. Dass ich ja nicht knickt, ne? Dann musst du noch unser Lehrling hier mit der Mopette wiederkommen. Aber ich glaube, der hat jetzt keinen Sprit mehr. Sofern ich wäre schon lange wieder hier. So, jetzt kriegt er wieder Sprit. Kannst du mal den Trichter halten? Ja, oh, mach's denn. Oh, geht aber. Ja. Bisschen was daneben tropft, das tropft in den Teppich. Tropft daneben schon wieder? Ja, also minimal so, ne? Okay. Tankdeckel ist zu. Jetzt geht's los. Strom sind drauf. Jetzt geht's los. Das sind gleich 6.500, direkt im Start. Dass alles dicht hält, ich bin ja gespannt. Man kann es ja gut beobachten. Jo, nee. Nee, schafft sie nicht. Hier, look, 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 look. Hast du vergessen, guck, jetzt zieht er gar nicht mehr hoch. Nee. Entweder die Pumpe ist jetzt im Arsch. Von dem tollen, sauberen Sprit da drin. Oder verstopft oder sonst irgendwas. Ja. Oder die Pumpe hat nicht genug Feuer, überhaupt, dass sie überhaupt das ist, das nicht. Das ist nicht scharf, ja. Oder irgendeine Scheiße ist mit der Schläuche. Weißt du? Naja, aber das es gibt 70.000 Möglichkeiten. Kann so viel sein, ne? Ja, bringt keine nichts. Chance. Da kommt nichts. Es schafft es ja noch nicht mal an. Guck mal, wie es immer hüpft. Boing. Das hat keinen Sinn. Ich sehe keinen Müll. Das geht. Das ist voll der Schlauch. Guck mal unten. Ja, das hier rein. Ist gar nichts. Guck dir die Scheiße an. Man versucht bitte, läuft überhaupt nichts. Alter, meine Eier waren genau auf dem beim Auspuff, Alter. Ich war voll, der hätte eine Entzündung rausgehauen. Läuft überhaupt nichts, Alter, Mann. Dass hier nicht so ein Schrott geht. Zu überlegen, haben wir nicht nur eine große Flügelzellenpumpe irgendwo? Eine Außentankpumpe? Ich habe irgendwie im Kopf, habe ich irgendwo eine. Ich weiß noch nicht, wo die kann ist. Kann ja nur oben sein. Also vom Gedanken her, ich weiß irgendwo eine. Kann ja nur oben sein. Oben, also die Pumpen, wir haben ja eine Pumpenkiste. Lass mal die Pumpenkiste eben kurz durchgucken nochmal. Wir haben also eine Pumpenkiste. Wir haben eine Pumpenkiste. Okay, gut. Dann würde ich sagen, gucken wir erstmal da rein. Ist eine Idee. Das macht am meisten Sinn. Irgendwie schon. Jetzt haben wir eine Innentankpumpe. Ich glaube, die kommt auch aus einem Renault oder irgendwas. Wir sollten erstmal testen, ob die funktioniert, Alter. Haben wir eine Batterie? Haben wir da vorne ja. Einmal testen, nicht, dass sie nachher in den Arsch ist. Das ist eine Arschpumpe. Die guten Arschpumpe, man kennt sie. Oh, 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 Alter. Alter, die dreht. Die hat Bock, hast du gesehen? Die dreht, Alter, nahezu. Die hat richtig Bock, die nehmen wir. Also die dreht, du. Ups. Ja, die passt. Jetzt muss dieses Geraffel hier noch ab. Das Geraffel ab, es passt sie. Oh, Alter. Der ist fest. Aber der ist auch gepresst, ne? Das ist eben wie eine Renault-Interntankpumpe. Französische. Französisch, Franz. Franz, wir gehen auf 5 Milliliter. So. Jetzt haben wir die Special Construction, haben wir jetzt drin. Hier ist die Intankpumpe. Die Außenpumpe habe ich jetzt auch noch dran. Heißt, wir haben zwei Benzinpumpen, die jetzt eigentlich laufen müssen. Eine Vorförderpumpe und eine Nachförderpumpe. Alter, wie bei 911er GT3 oder so, Alter. Das kann dann nur laufen. Die Kosmeska. Seid ihr bereit für die ultimative Spritzeption? Junge! Oh, macht Dampf. Stick? Gordon, die zieht aber Luft. Siehst du das? Die zieht Luft. Ja, wieso? Noch nicht tief genug, das Ding. Wie schreit wie der Katze, Alter, hast du gehört? Komm mal, ob du ihn ein bisschen weiter reingestellt kriegst, den gelben. Ein bisschen reingeschoben kriegst noch.
Ja. Yep. Oh, jetzt Dampf. Jetzt fährt er. Fast dicht, aber fast. Mit Leerlauf! Oh, der hat Bock, Alter! Junge! Warte mal! Alter! Junge! Oh Gott! Lass mal warm laufen! Alter Schwede, hätte ich nicht gedacht. Wenn er genug Sprit kriegt überhaupt. Wenn da so viel Öl drauf ist, dann würde das auch mit verbrennen, ne? Nicht unbedingt. Aber ich hab geguckt, der hatte so viel Öl drauf. War zu viel drauf, ne? Ja. Liegt daran, wie das Öl im Zylinderkopf, was oben stand, runtergelaufen ist in die Ölwanne, die Standzeit. Ich meine, nach dem Morgen ist lass mal ein bisschen tüdeln jetzt. Du musst hier jetzt gleich laufen. Wow! Da geht ein Standlicht! Mit nichts dran! Wenn nur ein Licht, dann funktioniert! Ja, ne? Aber hinten. Hinten geht's! Vorne ist alles kaputt! Na. Aber die hat Bock, ne? Die Gasannahme ist halt geil. Junge! Guck mal her! Kein Sprit mehr, ist leer. Miau! 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 Was da? Genau, ein bisschen Gewicht unterlegen, das ist der Tank gerade. Ja, schief. Ja, schief genug, also den kriegt. Aber so geht's schon. So, das sollte wir in der Stunde. Oh, das klingt ganz gesund, der Motor von dem Ding, ne? Ja, okay. Mag er den so. Aber seinen Unterdruck wieder haben. Hab ich ihn gerade geklaut. Was? Wie kein Sprit mehr, schon wieder nicht. Minimal. Tatsächlich. Ja, ein bisschen wenig Sprit drauf. Ja. Ja, mach mal aus die Gurke. Wir haben nicht genug Sprit, glaube ich. 5 Liter, Alter. Das sind 5 Liter, nix, ne? Ja, mach aus. Das hat keinen ja klar, aber wäre langweilig. Aber klingt gut der Motor, ne? Aber ich will nicht wissen, was der verbraucht, Alter. Der Tank ist leer. Der hat ja nicht leer jetzt. Obwohl gut, der hat die ganzen Dinger voll gemacht. Hä? Ist unten rausgelaufen, ne? Der ist leer. Hat er das echt gesoffen? Ja, Mann. Der ist leer. Alter, also, du kannst mir auch nicht erzählen, dass er 5 Liter gesoffen hat. Ja, Alter, wo ist der Tank, wo ist der Sprit hin? Da ist eine kleine Pfütze noch drin.
Gut, dann musst du die ganzen Schläuche alle füllen, ne? Da ist eine kleine Pfütze noch drin. Eine ganz kleine Pfütze. Ich kümmere um. Vielleicht höchstens ein halber Liter ist da noch drin, mehr nicht. Junge! Ja, Durst. Junge! Boah, schön getrunken. Das ist auch gesund. Schön an Mutters Brust. Schön getrunken. Hast du fein gemacht. Dann hat er keinen Rücklauf. Ja, hat Rücklauf. Gut, dann musst du die Schläuche eben füllen, ne? Aber ist auch nicht so mega viel. Wir haben 20 Liter Kanister. Abfahrt! Einmal zur Tankstelle und zurück. Scheiße, Alter. Aber er hat Bock. Alter, Motor, Hammer, ne? Bock, Hammer Motor, ne? Jetzt müssen wir das Ding so bauen, dass wir über den Hof fahren können damit. Der hat doch Feuer, Alter. Der hast du so gemerkt, der ne? Der hat Feuer, wie er mit der Ritzer schon hochgeht. Der er meint, Feuer. Also er meinte, das Ding war der, also allein mit Frau unterschätzt, meint er. Auf der Viertelmeile. Glaube ich. Allein mit unterschätzt. Deswegen glaube ich das jetzt. Man weiß nicht, wie das alles so zusammenläuft mit Getriebe und was. Ja, ja, logisch. Aber so vom Motor, was, so nur im Stand, Alter? Jo. Ja, logisch. Ist das Ding geil. Das krasse ist, dass ich schreibe das mit ihm hier. Ne? Ich sag hier, tudeln daran rum und sowas. Ne? Und er hatte Schuld, oh Scheiße, Entschuldigung, dass der Tank verrostet ist. Da kann er noch nichts für. Alter, dann ist die Karre geschenkt. Ja, alles gut, haben wir was zu arbeiten, ist in Ordnung. Ja. Haben wir Content. Ja, haben wir. Aber, siehst du ja. Ja, so ist es ja. Den Tank haben wir. Den Tank müssen wir noch ein bisschen perfektionieren von der Konstruktion hier. Ja, ja, so fest und das muss so genau. Vernünftig oben, dass das vernünftig befüllt genau. Ist. Und die Kabel noch raus und dann ist das noch. Das ist cool, dann, wenn in der Tank. Bleibt drin. Der bleibt drin, der ist gut, finde ich auch. Beste Sorte. Ja. Aber richtige Rennwagen haben das auch. Was ist der nächste Schritt, was wir jetzt machen? Wir müssen jetzt das Ding irgendwie so kriegen, dass wir einen Hof ballern können damit. Ja, Benzin brauchen wir. Ohne Benzin fährt er nirgendwo hin. Ja, aber wir können ja nicht über einen Hof ballern mit lockeren Reifen und über einen Hof ballern mit einer Benzinpumpe, die beim Boden schleift, während wir am Fahren sind, die da unten hängt. Ja, dann müssen wir das hoch machen. Ja, Kabelbinder. Ja, genau. Wir haben nämlich noch Kabelbinder. Was nie ausgeht. Na komm, müssen wir gucken. Wir müssen gucken, was da kann, Alter. So, und dann gucken wir halt mal. Was da überhaupt für Pedelschrauben drauf sind jetzt? Ja. Und vorne Bremsen gucken. Also die Bremsen sind noch fest. Also. Und ja, diese Scheißbremsen, die früher schon hatten, die ganz, ganz alten oben, so diesen Dinger, mit denen man rausschlagen muss. Jetzt artet das Schüler in Arbeit. Aus. Das wird Arbeit, ja. Das wird echt Arbeit. Dann würde ich sagen, lass mal mit Benzinkonstruktion anfangen, das eben freilegen da. Und dann kommen wir mal gucken, ob die Kiste wirklich auch das hält, was er verspricht. Dann mache ich mal schon mal den Strom ab. Aber die Bremsgeschichte kann ein bisschen länger dauern. Ich fahre den mal eben hoch, Achtung. Ich habe hier hinten im Lager noch einen Satz. Opel Rekordfelgen. Und die Felgen haben gute Reifen drauf, sind auf dem Anhänger drauf. Und die können wir eventuell hinten drauf schmeißen. So, eine kannst du noch mitnehmen und dann gucken wir mal, ob die passen. Weil dann haben wir schon mal die hinten die Felgen. Vorne kommen die Slicks drauf. Macht ja Sinn, weil ist ja Vesca und so. Ah, die Proportionen passen so minimal nicht. Also, schau dir das mal an. Da steht er dann so. Alter, steht er bitte. Das ist geil. Richtig böse. Obergurke. Wo haben wir die Slicks denn hingepackt? Die sind ein bisschen übertrieben groß. Ja, noch nicht. Wenn wir keine anderen finden, nehmen wir die. Die von Toledo halten alle keine Luft, leider. Das hätten wir die von Toledo hinten draufgeschmissen. Was sind welche Ranzfelgen? Muss man keine guten. Wenn wir da gute Reifen drauf machen würden, dann wären wir bekloppt. Hier sind die Slicks. Warte, die Slicks, die haben wie viel? 13 Zoll müssen die haben. 14 Zoll. Hier ist ein Reifenmaß drauf. 160, 50, nee, ach, 160, ja, egal. 13 Zoll auf jeden Fall. Wir sollen eh mal den 13 Zoll hinten draufschmeißen. Hat auch am wenigsten. Trabi-Felgen, nee, passt ja nicht. So, jetzt haben wir die Felgen hier angepasst, dass die fest ist, dass die Scheiße wieder hält. Erstaunlicherweise hat er hier 4 Radschrauben und ist fest, ne? Und vorne, die sind auch fest. Das sind nur 2, aber sind fest. Aber vorne haben wir gleich die Slicks mal drauf, testweise. Wie das so wirken würde. Dann geht das. Bremse ist wichtig. Guck mal das Rad vorne links eben ab. Guck mal, dann muss ich die Knarre klauen. Oh. Den guten Vera-Zyklopen. Die Bremse sieht ein bisschen groß aus für Corsa, würde ich mal so sagen. Wenn ihr das so seht. Bisschen sehr groß. Aber erstaunlich fest, hier geht gar nichts mehr.
Junge, was ein Akt. Das sieht gut aus. Es kommt. Hast du ein bisschen Sprüh gemacht? Haben wir gemacht. Ja, gut. Das bringt Wunder, hab ich gerade eben gelernt. Also mega fest ist die Bremse nicht. Finde ich jetzt persönlich. Siehst du das, Gordon? Komm mal. Oh, Nippel. Nee, das war er hier zum Glück, nicht er. Bei er war es auch nicht so gut. Warte, mit der Hand mal. Weil ich nicht sehe, ob das bewegt. Kann ich von hier aus nicht sehen. Also es wackelt auf jeden Fall. Na, guck mal. Wenn du wieder bei Null bist, kannst du eine neue Lunge bei dir einbauen lassen. Guck mal, ich kann es mit der Hand bewegen. Reicht, das muss doch wohl reichen, ne? Das sollte wohl mehr wie reichen. Das ist ja wieder schön gängig. Bei dir war ja vorher schon gängig, ne? Bei dir war ja nur der Bremssattel, der scheiß Zylinder selber fest, ja, ne? Das heißt gängig, ne? Ich glaube, der muss auch auseinander. Ich glaube, es auch fest. Da sind so Deckel drauf hinten. Die musst du runterschlagen. Wirst gleich sehen, wenn du ein bisschen rumfummelst. Also Gängigkeit kann man wieder herstellen bei den Dingern, das ist schon mal ganz gut. So, bei dir ist halt der Bremssattel auch fest, ne? Also der Dings sind selber so ein bisschen. Krieg war auch noch gängig. So, wenn ich hier mit dem Finger so hin und her drücken kann, dann wollen wir das eigentlich. Mann hat Bock. Alter, was ist das denn? Und wie hat er schon die Felgen auf dem Auto gefahren, wenn die Felge am Original am Bremssattel schleift? Oh Max! Hey, hör jetzt doch bitte mal auf. Okay, sorry. So. Felgen passen. Scheiße. Nee, ist doch gängig. Ich hab schon zuerst gedacht, die sind ja fest, die Bremse. Ist aber nicht. Pff, Angeber. Wir haben noch nicht gebremst. Viel, viel lockerer. Nee. So, Praktikanten fährst mit dem Praktikantenfahrrad los. Das Praktikantenmoped hat keinen Sprit mehr. Da wir ja gerade eben so hart rausgehauen haben, wo gescheitert hat, holen jetzt Plus, ne? Also keine Billigsprit mehr. Es muss ein bisschen spritmäßig. Alter, guck dir das mal an hier. Die Rostkante, Alter, wie geil! Das ist eine Frontstoßstange von Römer R5, da kommt man immer nicht drauf klar. So, ich klebe erstmal gleich das Ding hier wieder fest, dass er wieder richtig ordentlich aussieht hier. Sieht geil aus, passt aber irgendwie. Ich meine, sieht nicht ganz schlecht aus. Nö, das passt. Irgendwie geht das, ne? Finde ich auch. Ja, Stoßstange vor allem, kommen wir mit dem Auspuff. Ja. Sieht gut aus. Jetzt haben wir die Sekundärpumpe aus. Viel Spaß. Jetzt haben wir die Sekundärpumpe ausgebaut. Die zweite Scheißpumpe. Dann wird hier. Warte, ich glaube, die macht nicht viel Sinn. Ohne ist einfacher. Und dann gucken wir mal, ob das Ding jetzt gleich funktioniert. Wir haben 10 Liter Sprit hier. Super Plus. Und damit muss er jetzt brüllen. So, Pumpe ist gebrüllt. Das passt. Also eigentlich müssten wir damit jetzt fahren können, ne? Eigentlich. Nee, Scheiße erstmal reinlegen. Wenn ich nicht jetzt das läuft, die ganze Scheiße auf dem Dach liegt. Lass mal alles rein. Aussortieren tun wir das später. Wenn wir unseren ersten Renneinsatz haben. Alter. Nicht, dass er das Sprit rausschaut. Hm? Nö, ich glaube nicht. Ist noch nicht so ganz. So ganz perfekt ist sie noch immer noch nicht. Das ist ja erst so provisorisch. Um zu gucken, ob das Auto überhaupt funktioniert. Was bringt, wenn wir jetzt voll viel Arbeit in die Karre reinstecken? Und dann Luftverreifen machen wir auch noch, oder? Vorne? Wo haben die einen Bar oder nur haben die, glaube ich, nur? Komm, bei der Benzinpumpe reicht. Nochmal. Bremsmal. Bremsmal. Das dreht sich. Ein Eisen. Ausmachen. Aus. Klaus 2.0.
ohne Probleme mit irgendwelchen Sprettdingern, hoffen wir mal. So, los geht's. Ja, irgendwann ist ja immer. Gordon, das wird lustig. Ah, die Batterie hält ja wieder Strom, wa? Boah, der Hänge steht ja ganz schön auf der Kante da. Oh, oh, lass ihn doch auf der Kante stehen. Nee, nee, nee. Ja, lass ich ihn ja, aber nicht, dass ich da runterstehe. Das kommt nicht so gut, das stimmt. Ja, lang da stehen. Aber ich dürfte nicht unterrum. Oh, komm, versuch mal erstmal, ob dicht ist. Jo! Irgendwas sagt mir, dass ich nochmal runter bin. Irgendwie mich, mir auch. Irgendwie so das Gefühl immer, ne? Alter, raus! Aus! Ja? Alter, piss doch nicht da, wo wir gerade, oder? Sehen wir gleich. Mach mal wieder hoch. Alter, ich kipp raus. Das klappt nicht mit diesem Ding. Was weiß ich. Haben wir noch einen Kraftstofffilter? Kraftstofffilter ist der neue Shit. Den alten, von dem Golf 2, von den Jetta, haben wir den noch irgendwo? Der wird dafür gehen. Jetzt kriegt die Kiste an der Benzinleitung einen Filter reingesetzt. Das ist übrigens der alte Filter von den Jetta, den wir gerade fertig gemacht haben. Weil der hat alles neu, der hat Öl neu, der hat seine ganzen scheiß Filter alles neu. Viel zu viel Arbeit reingegangen eigentlich, aber egal, hat er verdient. Und ja, jetzt lebt der ranzige Kackfilter halt in der Karre weiter, was soll's. So, Versuch Nummer 3, ohne Selbstmord hoffentlich. Und? Ist dicht? Was? Mal und lass mal wieder los. Ich hab Druck. Ja. Meine Seite ist wirklich das. Yeah, Alter, die Rennsau ist da. Warte mal. Jo. Bremsenkontrolllampe. Das war nur der Tag. Was? Ja, Mann. Klar, ne, die Ehre ist alles weg? Hä? Alles weg, ja. Ja. Ah? Geil, Alter. Öldruck hat er. Weil die ist nicht angeschlossen, glaube ich. Nein, ich glaube ohne. Alter, das funktioniert. Alter, ist der hart. Alter, der wippt ja, ne? Der wippt voll. Der wippt. Liegt hier in der Halle, der Boden ist zum Kotzen hier. Ja, ja. Was meinst du, wie der hinten auf den Weg hüpft? Die Spritpumpe. Vor allem, sieht man, wie niedlich das aussieht, ne? Ja. Wie es auf dem Benzin dran draufsteht, der Tank. Ich stecke mal Sprit, naja, ich stecke auch. Meine Hände, alles. Das leckt gerade, Alter, ne? Katastrophe eigentlich. Leckern ist hart, ne? Da Bremse. Guck mal, ob wir einen Tropfen haben. Machen wir mal lecker. Oh! Oh! Was war das denn? Junge! Was war das? Alter! Oh, Junge! Was war das? Geil! Was bitte ist das? Ja, ja, aber pass auf, Alter. Wie ist der Tank schon wieder leer? Alter! Brutal! Hast du ausgemacht? Ich hab mal ausgemacht wegen der Benzingeschichte. Ja, geht ja noch. Ein bisschen, ich hab's im Griff. Bisschen, Alter, guck mal, der Sprit ist ja rausgeschwappt aus dem Ranztank. Was ist das denn? Alter! Hast du das gesehen? Oh, oh, Junge! Alter Gordon! Ist das eine Kampfsau? Also den ersten Gang kannst du nicht Gas geben, ne? Du musst immer beschleunigen, gleich den zweiten. Junge! Ey, was ist das für ein Ding? Alter, ich kipp um. Ich hab mich eben richtig böse verjagt. Ja, ich auch. Haben wir nicht mit gerechnet, dass der so geht. Alter, boah!
Mann, Mann, da sind ja die Räder durchgegangen. Gott, der ist schon wieder leer. Wir haben 10 Liter Sprit verballert. Na Quatsch. Der ist leer. Der ist leer. Ja, wo ist er denn hingelaufen? Wie viel haben wir denn verloren? Das war nicht. Ein Liter, nicht mehr. Ach, das war ein halber nicht mal. Liter. Da. Nicht mal. Ein halber Liter höchstens. Hä? Das kann nicht sein, dass wir hier einmal über den Hof fahren. Und dann ja, Max, aber... Der muss ja irgendwo verschwinden. Der kann ja nur in dem Auto verschwinden. Ja. Hast du eine Pfütze? Nein. Ja, also ist er Adam, Das kann nicht sein, dass... Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass die Karre 10 Liter Sprit verbraucht, oder 9 Liter, auf dem Innenhof. Das ist der Rücklauf. Ah, na klar, Alter, der Rest lüftet ja öfter einen Tank. Das läuft mir in den Ranztank immer rein. Mann, Alter. Alter, wie blöd. Aber hier ist auch was undicht. Ja, das ist der, nein, der ist voll. Der Sprit, der rausgelaufen ist. Der läuft über. Alter, wie blöd. Ja, alles klar. Ja. Alter, wie mit unseren scheiß Vergaserkisten. Ja. Also, wir glauben ja nicht mal sowas. Ja, ja, ja. Das ist logisch, der hat einen Vor- und Rücklauf. Ja, hast du recht. Hast du recht, Alter. Hast du echt recht. Okay, da bin ich ja beruhigt. Das kann er erzählen. Der war voll verpeilt, Alter, ne? So richtig oberverpeilt. Ja, das ist immer Praktikanten gehört. Ja, genau. Hätte immer Praktikanten gehört. Na gut, was haben wir noch vor? Was müssen wir noch machen? Wir müssen den Tank leer machen. Ist Fakt. Räder wechseln. Der muss da hin und der muss hier hin. Ach, wie in dem Pfeil da, ja. Warte mal überlegen, Alter. Dann müssen wir den Rücklauf abmachen und den Rücklauf in unseren Tank reinbauen. Unseren Gurkentank. Und dann haben wir eigentlich ein fahrendes Gurkenrennauto. Das ist das, Alter. Alter. Geht der böse ab. Alter. Aber wie hohl, Alter. Das ist total dämlich. So. Weißt du, so. Lass uns auffahren. Los, lass uns das mal machen. Ja, ich hab eine Idee. Ich fahr dann mit nach Hause nachher. Gute Idee. Ich mach das mal nach Hause. Das Ding. Denkst du, ich bring das nicht, Alter? Okay. Lass ihn mal auf der Bühne fahren wieder. Lass uns das machen noch. Abschließendes Projekt für heute ist Rücklauf bauen. Ist das eine Ruhe, Alter. Und wenn das Ding läuft, Alter, dann haben wir eine richtig geile Brezel. Ist das eine Ruhe, Alter. Meinst du, ich kann noch da reinfahren? Ja, wa? Kein Beifahrer sein. Na, Beifahrer mach nicht für Sinn, Alter. Kostet nur 200.000 Euro. Du musst ein bisschen schneller fahren. Was? Also, es ist echt brutal, das Ding. Also, ich weiß nicht. Also, das Ding ist so brutal. Wenn du Gas gibst, wenn du losfährst, ne? Ja. Zieht er voll die Spritspur hinter sich her. Wie er geht? Ja, das ist der alte Sprit aus dem alten Tank bestimmt. Ja, klar, der läuft ja über, ist doch logisch. Ja. Also, der ist krasser, als ich dachte. Und ich dachte, der erzählt uns Scheiße mit, das Ding ist schnell, du? Nee. Also, schnell wusste ich schon vorher. Aber nicht so. Hinten an der Hinterachse. Unterm Auto. Hinten an der Hinterachse musst du nehmen und vorne sind solche Böcke in einem Kotflügel. Junge, Alter. Boah. Gut. Ich hätte gerne noch ein paar Außenaufnahmen gemacht. Aber im nächsten nehme ich mal noch ein Video dazu. Das heißt, jetzt einfach mal dazu Ledo. Und dann hier. Vielleicht kriegen wir es heute noch hin. Mal schauen, wie schnell wir sind. Auf jeden Fall machen wir noch ein Fahrvideo zu dem Ding. Den müssen wir auf jeden Fall auf dem Hof richtig quälen. Beziehungsweise warm laufen lassen. Ihr habt gesehen, Alter. Ist das krass oder ist das krass? Junge! Gut. Haut rein. Bis dann. Bis zum nächsten Teil. Munter.